gut. Genug geredet. Jetzt fangen wir an mit dem Vorwärtsflügel. So, das übt ihr am besten mal im Trockenen. Und da fangt ihr so an. Ihr stellt euch an die Bande. Dann haltet ihr euch mit einem Arm oder mit zwei Armen fest. So. In meinem Falle ist es jetzt mit einem Arm. So. Dann stellt ihr euch so auf zwei Füße. Dann geht ihr erstmal ins Knie und versucht euer eines Bein zu heben. So ganz erstmal ein bisschen. Dann versucht ihr das noch ein bisschen höher und dann noch ein bisschen höher. Da ihr das Bein hochhebt, werdet ihr das merken, dass wenn ihr im Knie seid, dass wenn euer Bein hochgeht, geht das Knie auch mit, sozusagen. Aber das ist halt auch gut, damit ihr jetzt nicht hinfallt. Also damit ihr jetzt nicht so laufen, dann so stockstart steht und dann auf einmal so. Dann fallt ihr und so. Dann haltet ihr das Knie fest, dann geht ihr auf das Knie, dann hebt ihr das Bein immer höher und immer höher. Da streckt sich das Knie hier und dabei merkt ihr wahrscheinlich auch schon, dass ihr nicht so euer Bein hochhebt, sondern dass euer Oberkörper nach vorne geht. Und das ist auch ganz richtig so, denn je tiefer der Oberkörper geht, desto höher geht auch das Bein. Und ja, so das geht sich dann natürlich auch auf dem Eis aus, wie das gerade bei mir ist. Denk dran, auf dem Eis ist es alles anders, aber ihr könnt gleiten. Okay, wenn ihr das dann auf dem Eis machen wollt, lauft ihr an und passt auf, dass ihr dann wirklich nicht so stockstarr steht, sondern erstmal so ein Knie euch dann abstoßt, so, und dann geht das Bein so höher. Also, ja. So zeige ich es nochmal. Ihr müsst natürlich aufpassen, dass ihr nicht sofort den Oberkörper nach unten so drückt, weil ihr wollt, dass euer Bein höher kommt. Nein, wenn ihr das macht, dann stolpert ihr nämlich so über die Zacke, also so nach vorne. Und dann ist das so wie in so einem Film. So. Und dann fällt ihr ganz böse hin. Das tut weh. Das weiß ich aus meiner eigenen Erfahrung. Und ja, das wird dann so aussehen, dass ihr halt lauft. Dann geht ihr ins Knie und dann nehmt ihr langsam den Oberkörper runter. Dabei würde ich euch raten, entweder einen Arm nach vorne zu machen oder so an die Seite. Das zeige ich euch jetzt, wie das beides aussieht. Könnt ihr entscheiden, was ihr lieber mögt, was ihr lieber macht. So, jetzt. Und jetzt habt ihr euch bestimmt gefragt, was ist das? Was ist das?
kann ich dazu echt nicht sagen. Habt keine Angst, es ist nicht gebrochen, nur irgendwie gezogen oder gepresst oder sowas, ja. Also es ist nicht gebrochen, so schlimm ist es nicht. Ja, aber dadurch konnte ich euch jetzt auch beim Flieger nicht so zeigen, dass ihr euch mit zwei Armen festhaltet. Ja. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mir wieder mal zuzuschauen. Ich hoffe, ihr schafft es auch. Ich drücke euch die Daumen. Ich hoffe, ihr habt was gelernt und viel Glück. Gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, drückt auf die Glocke und dann wisst ihr alles. Okay, und jetzt.